Du möchtest gerne im Wald übernachten, hast aber Angst, erwischt zu werden, weil es ja in Deutschland nicht erlaubt ist? Dann habe ich 16 nützliche Tipps für dich, wie du nicht erwischt wirst. Wer träumt nicht von der großen Freiheit draußen in der Natur, sein Zelt nehmen und draußen schlafen, wie in Amerika, wie in Kanada oder in Schweden? Nur leider ist es in Deutschland eben so, dass es absolut überhaupt nicht erlaubt ist. Das Gesetz verändert sich auch von Bundesland zu Bundesland immer wieder. Und daher würde ich dich bitten, dich vorher genau zu erkundigen, was du in deinem Bundesland im Wald machen darfst und was nicht. Das hier sind nützliche Tipps. Deswegen sage ich auch gleich vorweg, ich übernehme keine Verantwortung für dein Handeln. Tipp Nummer 1. Habe Respekt vor der Natur. Tipp Nummer 2. Gehe möglichst nicht mit Militär- oder Camouflage-Klamotten in den Wald. Möglichst zivil, denn weniger ist mehr. Und wenn du wirklich Passanten triffst, die werden dich dann wahrscheinlich eher nicht fragen, was du heute noch vorhast. Tipp Nummer 3. Trage dein Messer nicht außerhalb des Rucksacks, sodass es auffällig ist oder am Gürtel draußen, sondern packe möglichst dein Equipment in den Rucksack. Tipp Nummer 4. Suche dir möglichst einen Platz, wo keine Wege sind, die relativ weit weg sind, sodass du dir sicher sein kannst, dass da niemand kommt. Meide große offene Plätze oder Lichtungen, Waldränder. Ideal zum Beispiel sind Plätze hinter kleinen Fichten, wo du dich verstecken kannst. Tipp Nummer 5. Erkunde dein Gebiet, wo du dich aufhalten möchtest, ganz sorgfältig und genau. Und halte auf jeden Fall mindestens 100 Meter Abstand zu irgendeinem Jägerstand, der da sein könnte. Am besten ist sogar, wenn überhaupt kein Jägerstand in der Nähe ist oder in deinem Umfeld. Tipp Nummer 6. Schau an deinem gewählten Platz auf jeden Fall nach, ob irgendwelcher Wildwechsel stattfindet. So sehen kannst du das oft an Wildpfaden. Die sind dann plattgetrampelte, schmale Wege. Und meide die. Such dir am besten dann einen anderen Platz, wenn du was in der Nähe gesehen hast. Das kann für dich und auch für das Tier äußerst unangenehm werden in der Nacht. Tipp Nummer 7. Hast du deinen perfekten Platz nun gefunden, wo du schlafen möchtest? Dann schau dir trotzdem die Bäume nochmal ganz genau an. Denn vermeide auf jeden Fall Totbäume, schiefstehende Bäume, also extrem schiefstehende Bäume, oder eben auch Bäume, wo schon abgebrochene Totäste drin liegen. Denn auch bei einer kleinen Windböe können diese herunterfallen und dich verletzen. Tipp Nummer 8. Nimm dir auf jeden Fall Zeit, deinen Platz ganz genau zu beobachten. Also hör auf jeden Fall auch hin, ob du irgendwelche Geräusche hörst, nahe laufende Spaziergänger, Traktoren oder Holzfällarbeiten. Wenn das der Fall ist, dann ist es meistens besser, man geht noch ein bisschen weiter in den Wald oder sucht sich einen komplett anderen Platz. Tipp Nummer 9. Halte dich ruhig und leise. Lauf nicht in der Gegend rum und vermeide es, mit einem Messer auf Holz rumzuhauen oder mit einer Axt. Tipp Nummer 10. Baue dein Schlaf- oder Sitzsetup nicht zu hoch auf. Halte es möglichst niedrig, sodass du sicher sein kannst, dass es niemand sieht. Mein empfohlenes Setup wäre ein 2x3 Camouflage oder Olivtarp und vielleicht ein Biwaksack, wenn es kälter ist. Tipp Nummer 11. Verwende möglichst keinen Gas- oder Benzinkocher draußen, denn die sind meistens zu laut und da wirst du mit Sicherheit auch gehört. Verwende einen leisen Kocher, wie zum Beispiel einen Spiritusbrenner, Drangia zum Beispiel, oder einen Brennpastenkocher. Mach auf keinen Fall offenes Feuer, am besten lässt du das Feuer ganz weg. Und mein Tipp an dich, lasse auch komplett das Kochset zu Hause. Nimm eine Thermoskanne für den heißen Tee oder Kaffee mit und eine Brotzeit. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 12. Verwende nur eine Taschenlampe mit Rotlicht und nutze auch im Dunkeln bloß das Rotlicht. Denn zum ersten wirst du nicht so leicht gesehen, das ist dann schon sehr schwer, dich zu orten. Das zweite ist, du verlierst deine Nachtsichtfähigkeit nicht. Und das dritte ist, und auch ein positiver Effekt, du hältst die Mücken meistens fern. Tipp Nummer 13. Halte deinen Platz sauber und aufgeräumt. Lass auf keinen Fall Müll herumliegen, denn wenn doch jemand in der Nacht mal kommen sollte, wie zum Beispiel der Jäger, dann hast du vielleicht Glück und er trinkt eher einen Kaffee oder Tee mit dir, anstatt dich zur Schnecke zu machen oder vielleicht sogar eine Anzeige zu starten. Tipp Nummer 14. Achte auch nachts auf Geräusche und sei wachsam. Und vielleicht trainierst du das vorher, indem du ein paar Mal abends in den Wald gehst, damit du die Geräusche kennenlernst und Tier und Mensch unterscheiden kannst und nicht bei jedem Knacksen in Panik gerätst. Tipp Nummer 15. Packe am nächsten Tag dein Zeug möglichst früh zusammen und verschwinde, bevor die Umgebung wieder belebt ist. Am besten vor Sonnenaufgang. Tipp Nummer 16 und somit der letzte in dieser Reihe. Verlasse am nächsten Tag deinen Platz genauso sauber bitte, wie du ihn vorgefunden hast. Nimm deinen ganzen Müll mit, nimm die Schnüre vom Baum, vergiss diese nicht mitzunehmen. Das passiert manchmal, wenn du einen Tarp aufgespannt hast oder irgendetwas anderes und verwisch deine Spuren. Am besten nimmst du dazu einfach einen Fichtenzweig und wedelst damit wie mit einem Besen mal über den Boden. Das geht ausgezeichnet.
So, und dann sind wir am Ende des Videos. Das waren meine Tipps für euch. Ich hoffe, ihr könnt die auch sinngemäß umsetzen und gebrauchen und helfen euch ein bisschen weiter, wenn ihr das erste Mal im Wald geht. Gerne könnt ihr mir auch in die Kommentare reinschreiben, wie eure Erfahrungen draußen, was das betrifft, so waren und ob ihr jetzt demnächst vielleicht mal vorhabt, rauszugehen. Ein Video über Tiergeräusche habe ich hier oben verlinkt. Das habe ich mal gemacht vor längerer Zeit. Da gibt es auch noch ein paar nützliche Tipps, um seine Angst im Wald vielleicht zu verlieren. Genau, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen hier auf meinem Kanal. Macht es gut, servus, ciao.